Guten Abend. Ja, gratuliere erstmal Rickold mit unserer Mannschaft für den Derby-Sieg. Es war wirklich kein 6-2-Spiel, wie es jetzt normalerweise aussieht. Wir haben gut gearbeitet, 60 Minuten lang. Natürlich 4-1 schon zurück. Nach 4-2, Entschuldigung. Ich habe vergessen, was die Schiedsrichter wusste auch nicht, ob das da ist oder nicht. Ja, 4-2 zurück. Wir haben also uns geglaubt. Und natürlich das 5. Tor war so ein Knackpunkt. Leichte Rebound, leere Tor. Danach ist es schwer, natürlich 5-2 gegen Kassel zurückzukommen. Wir haben sehr, sehr offen das letzte 10 Minuten natürlich gestaltet, wollten noch nach vorne alles werfen. Und meine Mannschaft hat wirklich von Anfang bis zum Ende gut gearbeitet. 5 gegen 8 waren wir anfangs nach meiner Meinung besser, aber dann natürlich nach ein paar merkwürdigen Entscheidungen von den Plus 3 da war es auf einmal offen aus.